Die haben schließlich unseres auch geklaut. Hallo und schönen guten Morgen allerseits bei Potananda unterwegs mit Tippelbuddy und Christian von Geh raus! Wir laufen heute eine kleine gemütliche Sonntagsrunde. Flachetappe Baldeneysee. Vielleicht machen wir auch den einen oder anderen Schlenker auf den Steig, aber eigentlich wollen wir mal gemütlich angehen lassen. Aber ich glaube, dem einen oder anderen hat schon der sportliche Ehrgeiz gepackt. Der sportliche Ehrgeiz? Er hier, Mr. 27 Kilometer. Habt ihr Bock, dann kommt mit, auf geht's. Boah, das war das also mit Flachetappe. Wir sind, glaube ich, bei Kilometer 0,5 oder so. Und schon die erste Bergwertung, ne? Und hier wieder meine These. In Essen geht es entweder Berg rauf oder hast Gegenwind. Die Jungs, die sind wacker, ne? Ich bin noch nicht so ganz in Tritt gekommen. Boah. Und soeben ist auch der Videotitel entstanden. Drei Männer am Baldeneysee. Die Polonaise. Oh, hier muss ich einmal. Ne, warte mal. Martin, geh mal vor. Ja, der Baldeneysteig ist tatsächlich ordentlich matschig und aufgeweicht, was die ganze Sache gar nicht so einfach macht. Eigentlich wollten wir ja Flachetappe laufen. Ja, aber so ist das nun mal, ne? Ich stehe hier auf dem Baldeneysteig irgendwo vor einer Wand. So. Wenn jetzt einer weiß, wo das herkommt, was das ist, sag mal bitte Bescheid. Find hier auch gerade kein Schild, aber faszinierend auf jeden Fall. Ich hab ja euch. Jungen Zimmer, habt ihr den See gesehen? See brauche ich kein Meer mehr. Eine Seerunde wollten sie machen. Im Regen, mit Regenkleidung zum Testen. Regen haben wir nicht gesehen, wenig gesehen. Dafür hat das auch eine sensorische Erfahrung, ne, finde ich. So stimulierend, wie der weiche Waldboden sanft die Waden umspült. Ah, ich bin ja sehr gut beschult heute wieder. Ziehst du extra, weil der alte Mann langsam orthopädische Schuhe braucht. Die Halbschuhe an. Und was ist? Echt jetzt, ey. Das ist ja eigentlich ein Naturlehrpfad. Ne, du kannst ja so ein Sinnes zum Tasten und so fühlen, meine ich. Dann mach doch mal barfuß. Ja, klar. Ey, komm mal, auf Borko machen wir nichts anderes. Oh. Boah, mach mal aus jetzt. So, sehr verehrte Damen und Herren. Hier sind wir dann also am wunderschönen Baldeneysee angekommen, die Flachetappe. Und Martin, kannst du noch? Ist eine Runde noch, oder? Um See rum? Gefühlt sind wir schon drei, oder? Auf jeden Fall malerisch. Ich kann See sehen. Ja, geil.
Geh raus in the making. So, wir wollten Regenvideo. Wir kriegen Regenvideo. Du bist ein Poncho. Ja, ich will jetzt auch gar kein Poncho anziehen. Weil ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass gleich die Sonne wieder rauskommt. Und dann bist du die ganze Zeit damit beschäftigt, das Ding aus und wieder anzuziehen. Ich bin mal gespannt. Guck mal, ey, wie die Kinder. Direkt alle Mann in eine Pfütze reingehüpft. Geil. Jo, das war dann auch schon wieder. Von dem großen Unwetter. Das war's. Keine 5 Minuten. Scheiß Wetter. Ja, ich habe ja jetzt einen neuen Begriff für Aprilwetter gehört. Der Märzwinter. Das klingt ja fast so geil wie Jahresendfigur. Ah, nee. Ja, weiter geht's bei blauem Himmel. Das ist mal eine Slipstelle, aber auch geil, wenn man die zuparkt. Ja. Ach, herrlich. Guck mal. Episch gewusst ist. Muss es aber so die Zeitung machen. Ja? Und? Kräutertee. Ach, Kräutertee. Mit Agavendicksaft. Künstliche Zucker. Weiter geht's. Wie spät haben wir, Christian? Oh, es ist Zeit zu gehen. 8:15, 2:30, 4:20. Ihr habt das Gefühl, irgendwie. Ich weiß nicht. Wunderland. Manchmal hat man das Gefühl, dass die Zeit fliegt, ne? Ja, guck mal da, dann fliegt zurück. Ich wusste es immer. Ich wusste es immer. Das ist der Vorteil einer Eckkamera, ne? So, da wären wir auch schon wieder auf der anderen Seeseite, auf der Nordseite. Jo, sind kurz vor Zeche Karl Funke und laufen so langsam wieder zurück Richtung Kupferdreh, beziehungsweise kommen erstmal noch an Heisingen vorbei. Ja, das Wetter ist aprilgerecht wechselhaft. Dennoch mehr sonnige und trockene Abschnitte als erwartet. Ja, ich kann es jetzt verraten. Ich habe wieder auf einen Poncho gesetzt. Ich hätte ihn auch bei richtig Platzregen
heute Dauer getestet. Aber so tut der klassische Schirm in Verbindung einer Regenhose und Jacke. Ah, ich bin mehr außer Puste vom vielen Reden und Quatschen mit der fröhlichen Männerrunde. Der Christian von Geh raus, der Tippelbuddy, meistens bei Pottananda. Ja, und ich hier, ne? Also macht Spaß, ist schön und wir genießen jede Menge Seepanorama. An jeder Ecke ein bisschen anders. Was weiß ich, gehst du irgendwo in Karolinensee ein Fischbrötchen essen und fährst wieder runter. Was machst du, Christian? Springst rein? Der Plan war kurz da, aber... Ich hab gedacht, du nimmst Anlauf jetzt. Ja. Badestelle ist weiter hinten. Herrlich. Wunderbar. Ja, meine Uhr sagt Kilometer 60. So, hier der Christian von Geh raus. Thumbnail in the making. Ja, so entstehen tatsächlich Videos. Und zwar gute auch noch. Also ich kann überhaupt nicht gegen die Sonne gucken. Dafür, dass wir eine Regentour machen wollten, haben wir jetzt echt blauer Himmel, Sonnenschein. Das ist der absolute Superhammer. Hi. Ja, ich freue mich riesig. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Echt absoluter Hammer. Ja, Badewetter. Wesen unter Umständen. Ich war ja nicht vorbereitet. Ja, ich habe mich selber tatsächlich. Ah, Martin, du hast ein Plakat gesehen. Vögelschutzgebiet. Ja, die Stimmung steigt, das Niveau sinkt. Wunderbar. Fischaufzuchtanlage, Fischereiverein Essen. Ja, schön. So, Männer, man blickt ja auch immer mit einem wehmütigen Auge zurück. Kaum ist man losgelaufen, ist man auch schon wieder am Ziel. Da geht's jetzt rüber.
Ja, liebe Leute, da sind wir auch schon. Moment, ich guck mal einmal auf die Uhr. Tja, es sind doch 17 Kilometer geworden. Eigentlich wollten wir ja nur eine kleine Runde um den See gelaufen sein. Flachetappe im Regen. Es sollte ein Regenrun reloaded werden. Es ist dann aber ein wunderschönes Aprilwetter. Ja, ein Aprilwetter-Spaziergang geworden. So, wir haben tatsächlich mehr blauen Himmel und Sonnenschein gehabt als jemals zuvor erhofft. Und die kurzen Schauer konnten wir problemlos auch überbrücken. Und so sind wir jetzt hier wieder auf der Brücke zurück nach Kupferdreh. Und wir sehen auf der anderen Seite die fertiggestellte Kampanbrücke. Ich darf mich an dieser Stelle schon mal herzlich von euch verabschieden. Es war mir wieder ein ganz besonderes Vergnügen, mit Christian von Geh raus unterwegs sein zu dürfen. Und ja, der Christian, der hat mir tatsächlich auch noch einen seiner Patches geschenkt. Da bin ich echt sehr, sehr stolz drauf und den werde ich in Ehren tragen und halten. Bleibt gesund, vergesst das Rausgehen nicht und bis bald, euer Schrömi von Potternander. Ja, Jungs, eine kurze Abmoderation war jetzt fällig. Kurz. Habt ihr noch ein paar abschließende Worte zu sagen? Ja, wie immer, war eine reinste Freude mit dir. Ja, mal, muss ich sagen. Das One-Take-One, ne? Genau. Unverhofft kommt oft. Ja, sehr, sehr gut. Ich sag, ja, abonniert ihn, ne? Sagte ich auch bereits, der Patch von Christian von Geh raus. Ich halte ihn in Ehren, ich werde ihn mit Stolz tragen. Schaut auch auf seinem Kanal vorbei. Wir sind immer wieder gerne zusammen unterwegs für euch. Und ansonsten eine schöne Woche. Auch, ja, so. Auch von Martin, vom Tippelbuddy. Jo, und bis bald dann mal wieder. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ach, sagt die Carmen immer.